auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Give it all, pass it on the heart. Let me see the job. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Hallo, liebe Simracing und Rennsportfans, und ein ganz besonderes herzliches Willkommen heute hier, Sonntag, 18.30 Uhr. Sunday Grand Prix steht mal wieder auf dem Plan. Wir sind heute in England zu Gast, im Olden Park. Das heißt, unser Bayern und Ben Sommers haben heute ein Heim Grand Prix. Und wir haben auch noch eine ganze Menge andere Jungs mit am Start, unter anderem unseren Tommy, Björn, Wolfram und Adam. Wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. One split and full grid. Okay. What's wrong with this qualifying setup? Everything is wrong here. Dirty guy. Not dirty again. Byron, do you stay in this Discord while you're streaming? I'll stay in the Discord, but I usually because I stream as well, and I've got people in my chat, you see. Maybe. Ah. Oh, but I don't push it. Oh, that's okay, yeah. Okay, click to race, guys. I'm in. And Daniel. Loading, come on. Thing I saw was 30 people. Yeah. Resultats. That was the last one. Yeah, but you need 31 for two splits, so it's gonna be one split. Oh, yeah. One split and full grid. Oh, man. Is it full split? Yeah. Comes one. Thomas, okay. Byron, very rare. Okay. Oh, yes. So, we have one. In the same. Holy crap. Oh, how happy we all are. Oh, yay. We're all going to be on display for all of the internet to see. Hey. Yay. Okay. As he has his Twitch stream. Jungs, I give you some info. The light fog 80 degrees Celsius. Track 19. Dreh 3 was bevor Halbzeit iRacing. Dreh 3 was bevor Halbzeit iRacing. 200? Englisch Dreh. 400 iRacing. Holy crap. Okay. I'm a bit fried. Not for quality. Yep. I don't know what to do. Quality or start new heads? I don't quality. That's the first guys are leaving. Okay. Good luck, guys. Yeah, good luck. Good luck. I need it. I am too. All your luck on me. No. To me, I need it. I have car number 13.
Maybe I'm the lucky guy. Oh, und Byron schmeißt seinen Lotus hier schon mal in der Einführungsrunde weg. Zum Glück nur die Einführungsrunde und weiter geht's. Und da kommen auch schon die ersten Zeiten rein. Wenig überraschend liegt ja Antilepisse auf Pol mit einer 1.14.599. Wow, gleich mal 2 Sekunden schneller als der Rest. Jetzt Andy Ucel auf P2 mit einer 1.15.643. Auf P3 haben wir dann Janne Liemann. Okay, I'm on P2 right now. Ja, come on. Okay, P3. Guys, I think I wanna be on my own. Yeah, I'm gonna do the same. So yeah. I will see you after the okay. Wir treffen uns jetzt wieder nach dem Rennen. Okay then, guys, have a good race and have fun, and we will hear us later, okay? Bye bye. Good luck. Good luck. Good luck. Heidewitzka, Herr Kapitän. Björn hat das Auto gecrashed in der. So, wir haben jetzt den Anti Lepisto hier, Daniel Gales, Andy Hugel, Barry West. Okay. Herzlich willkommen, alle Scheiße. Top Jungs hier. Ich habe keine Lust mehr. Oh, der Art McEwen ist hinter mir. Ah, the quality setup is undrivable, it's just too light. Jean-François Boscus hat sich noch vor Bobby mich geschoben. So, was haben wir denn? Party 3 ist an P3. Art McEwen, Rolly Wallbang. What? Nee, fight, nee. Alle 1.15.1, 1.15.1. Das ist alles eine knappe Kiste. Seven. Fuller, du bist absolut letzter. Was zieht denn hier für ein Ja, ich hab ganz auch nichts auf die Kette gekriegt. Ganz in Ruhe von hinten losfahren, gucken, die ganzen Unfallopfer einsammeln. Ja, damit du was, damit du wieder was schönes Video drehen kannst, ne? Von uns Opfern, du. Egal was passiert, Hauptsache wir machen einen lustigen Film daraus. Das Gritting hat begonnen und die Jungs stellen sich jetzt hier schon mal auf. Ach komm, Björn ist direkt vor mir. Lass mal hier das Quatscher aus, das interessiert mich erstmal gar nicht. Wenn ich das hier sehe. Gorillas im Nebel. Gorillas im Nebel, kenn ich. War ein guter Film, ne? Sigourney Weaver, glaube ich, ne? War der mit da. Naja. Genau. Hat, glaube ich, einen Oscar mitfilmen. Das kann sein. Mhm. So, jetzt wird es langsam ernst hier. Cam Porter ist auch dabei. Robert wieder mit am Start. Der hat sein Haus wieder zusammengeflickt daheim. Ah, drücken wir mal alle okay. Daumen, ne? Alles Gute. Ja, ist weggepustet worden, die Scheiße, ne? Ja, ein Hurricane. Mhm. So, ich sag schon mal, wenn ich wegfliege, dann bin ich sofort raus, ne? Okay. Wortlos. Ja. Wortlos. Zeit von 1.15. Alles klar. Dann wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Aber zum Sieger, ja, zum Siegerinterview trittst du an. Nein. Bis Montag, wohl. Ja, bis morgen. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Grüne Flagge und das Rennen ist freigegeben. Andy schießt hier sofort in Front. Dahinter haben wir Daniel und Dylan auf P3. Der greift jetzt hier schon außenrum an und da fliegt Daniel auch schon ab. Oh, hier gibt es schon die ersten Crash. Und auch dahinter hier Massencrash in der ersten Kurve. Da fliegt Mark Rechenk ab, sehe ich da gerade. Da nicht dein Ernst. Liegt auch Miguel Morlan. Oh, hier hat so einige erwischt. Das müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Und auch Wolfram scheint da sein Rennen schon beendet zu haben. Schade. So viel zu dem Thema. Ich bin dann schon mal raus. Davon völlig unbeeindruckt haben sich Andy und Dylan schon mal aus dem Staub gemacht. Auf P3 haben wir dann Andy Ucel und auf P4 Barry West, der von Jean-François Boscus verfolgt wird. Und dahinter dann unser Tommy. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wolfram, tut mir leid. Ja, mir auch. Und wir schauen uns gleich als erstes mal den Startcrash an. Bis nächste Woche. Und im Replay schön zu sehen, Mark Cruikshank verliert da sein Fahrzeug. Von hinten kommt Miguel Morland und Jan Littmann. Wolfram Fund ist raus, schade.
und das Ganze löst hier einen Massencrash aus. Miguel fliegt zurück auf die Strecke und räumt dort George Bardev mit weg und noch so einige andere. Sehr schade. Da ist das halbe Feld mit involviert gewesen. Nur einen habe ich ja nicht gesehen und das ist Wolfram. Björn hatte auch gerade einen kleinen Ausritt und ist hier weit zurückgefallen. Und es gab noch eine ganze Menge mehr Unfälle, die wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Daniel Gale ist hier, erste Kurve, wird außen von Dylan Fraggerton überholt und fliegt da ab. Daniel Gale ist es raus. Kann die Kiste aber nochmal abfangen und kommt zurück auf die Strecke. Allerdings fliegt er dann noch einmal richtig ab. Jordan Fuchs hat da Glück, dass er dann hier abgeräumt wird. Und wie wir gerade gehört haben, hat Daniel gequittet. Und oben im Augenwinkel haben wir gerade gesehen, auch Cam Porter hatte da gerade einen Ausflug und wir hatten noch mehr Ausflüge. Joe Walker kommt hier in Kurve 3 von der Strecke ab und rodelt durchs Kiesbett, muss hier einen weiten Weg gehen. Die Auslaufzonen sind hier zum Glück riesig, aber er verliert hier Unmengen an Zeit. Da fliegt auch schon der nächste durchs Bild und als Joe jetzt hier wieder auf die Strecke zurückkommt, wird er abgeschossen. Ziemlich irre, was hier in den ersten Runden des Rennens los ist. Ich glaube, das halbe Feld hier hat sich schon einmal mindestens weggeschmissen. Dafür scheint der Rest der Jungs halbwegs vernünftig weggekommen zu sein. Adam Klatzka liegt auf P10. Vor ihm Eugenio Sordo und Jean-François Boskos, der jetzt auch ein Stück zurückgefallen ist. Und auch Tommy ist heute top weggekommen, liegt hier auf P5. Vor ihm Barry West und Andy Ujil. Die Jungs gehen jetzt in ihre dritte Runde ganz vorn. Antille Bisshöhe vor Dylan Fraggerton. Andy Ujil ist da schon 3,5 Sekunden weg von den Jungs. Byron hatte in der zweiten Runde auch einen kleinen Ausritt durchs Kiesbett, der ihn nach hinten an die 21. Position gespült hat. Oh, oh, und da hören wir gerade Björn im Chat hier. Da hat es den nächsten größeren Zwischenfall gegeben. Da liegen einige Autos verschrottet da. Da müssen wir gleich mal schauen, was dort passiert ist. Adam ist durch alle Unfälle unbeschadet durchgekommen und liegt hier auf P10. Im Replay schön zu sehen, Jordan verliert da in Kurve 11 sein Fahrzeug, versucht es noch abzufangen, kriegt einen Tankslapper. Björn schimpft auch herum. Und räumt hier sowohl Cam Porter als auch Björn Ackermann ab. Ist auch raus. Scheiße, die waren dran. Und drei Autos liegen hier völlig verschrottet in der Ecke. Hier haben wir Byron mal im Bild, ist inzwischen wieder auf P17 nach vorne gespielt worden. Cam Porter ist raus, mein lieber Gott. Tommy vor einem Kampf ums Podium hat von den ganzen Unfällen überhaupt nichts mitbekommen. Er sieht nur, wie hier einer nach dem anderen disconnected. Adam hat einen Platz verloren an Anthony Woodward und auch Mark Cruikshank klopft da von hinten. Adam kann da aber nochmal vorn bleiben und seine Position behaupten. Auf P13 Ben Summers. Und Andy hier vorne fährt eine schnelle Runde nach der anderen. Der Einzige, der ihm da halbwegs folgen kann, ist Dylan Fraggerton. Andy und Barry auf P3 und 4 sind da fast 3 Sekunden weg und Tommy muss da jetzt ein kleines bisschen abreißen lassen. Miguel Morland nach Reparaturstopp aus der Box wieder rausgefahren. Lässt hier Tommy passieren. Mal wieder ein ganz, ganz starkes Rennen von unserem amtierenden F2-Champion hier in Großbritannien im Olden Park. Top 5 im ersten Split. Wahnsinn. Art McEwen auf P6 liegt 2,5 Sekunden hinterm Tommy. Und circa 1,5 Sekunden vorm Tommy hier jetzt ein heißer Kampf zwischen Barry West und Andy Ujil. Barry geht dann nach innen. Oh, 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 da vorne. Und kann ja Andy überholen. Das bringt Tommy natürlich wieder näher an die Kampfgruppe hier vorne ran. Denn Andy hat ja noch lange seinen Platz nicht aufgegeben. Zwei Briten kämpfen hier bei ihrem Heim Grand Prix um den letzten Podestplatz. Absolut sehenswert. Tommy konnte seinen Rückstand auf unter eine Sekunde drücken. Und der Vorsprung auf Art McEwen wächst hier Zehntel für Zehntel an. Top. Hier haben wir Art McEwen mal im Bild. Hinter ihm Rowley Warbank, Jean-François Boskos und der überrundete Miguel Morland. Dann haben wir hier auf 9 Eugene Sordo, auf 10 Anthony Woodward, auf 11 Mark Cruikshank und auf 12 Adam Klatzka, der jetzt hinter Mark zurückgefallen ist. Egal, ist es raus. Die Jungs gehen jetzt in ihre fünfte Runde und wie wir sehen, stehen da immer noch so einige mit kaputtem Fahrzeug an der Box. Hier haben wir mal P14, Janne Liemann, vor ihm Ben Summers, den wir gerade nicht im Bild hatten. Hier haben wir unseren Ben mal im Bild. P13 scheint heute durch alle Unfälle unbeschadet durchgekommen zu sein, hat aber nicht unbedingt die Pace, um vorne mitzufahren. Ganz anders, Tommy hat jetzt den Anschluss an Andy und Barry hergestellt und so langsam wird aus dem Zweikampf hier vorne ein Dreikampf um den letzten Podestplatz.
sehr, sehr schön, dass Tommy da mitkämpfen kann. Allerdings reißt das Loch nach ganz vorn immer mehr auf. Zu Dylan Freckleton hat die Gruppe hier schon einen Rückstand von über 6 Sekunden. Leider haben wir durch die vielen Unfälle schon sehr viele Fahrzeuge verloren und nur noch 17 Fahrer sind hier in der Lead Lap. Zum Glück haben wir hier vorne ein richtig spannendes Rennen um die Podiumsplätze. Da sehen wir auch, Jordan Fuchs ist da gerade wieder aus der Box rausgefahren. Hatte ja auch so den ein oder anderen Zwischenfall. Und weiter hinten im Feld gab es den nächsten Unfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Jason Von, ein neuer Name hier in der Sandy Grand Prix Serie, verliert hier in Kurve 11 sein Fahrzeug. Segelt hier von der Strecke. Eigentlich kein schwerer Unfall, aber er hat heute auch irgendwie die Schnauze voll und lockt sich aus. Ah, Mist, gar nicht reingegangen. Pavish Buharon war der letzte in der Führungsrunde, wurde jetzt auch von Andy Lepisti und Dylan Freckleton überrundet. Dahinter dann alles wie gehabt, Barry West auf P3, gefolgt von Andy Ugel und Thomas Silbernagel. Dann haben wir hier auf 6 Rolly Wallbank, auf 7 Jean-François Boscos, auf 8 Eugene Sordo und Art McEwen ist auf P9 zurückgefallen. Eugenio Sordo ist auch ein neuer Name hier in der Serie, schlägt sich aber wacker. Hier haben wir Artma im Bild, hinter ihm direkt Mark Cruikshank, Anthony Woodward und Adam Klatzka. Die Position 9, 10, 11 und 12 zu Ben Summers nach hinten auf P13 ist ein Abstand von über 3 Sekunden. Ein sauberes Rennen für Adam heute, allerdings hat er auch nicht die Pace, um vorne mitzufahren. Wolfram und Björn mussten ja heute schon die Segel streichen. Oh, Pavic. Und Tommy hat hier wilde Überrundungsaktion, bei der er fast abgeräumt wurde. Das müssen wir uns auch gleich mal anschauen. Alter Vater, ey. Ist das Auto nicht kaputt? Oh, merk ich noch nichts. Und im Replay schön zu sehen. Tom und Pavic hatten da eine Berührung. Zum Glück ist da nichts passiert. So kann der nicht auf der Startzielgeraden einfach warten, ne? Einfach mal chillen, sodass die vorbeikommen hier, die Schnellen. Hier vorne alles beim Alten. Andy Lepisti führt vor Dylan Freckleton. Die zwei haben jetzt schon einen Vorsprung von über 8 Sekunden auf den Rest der Welt. Und während die Jungs sich hier vorne gegenseitig jagen, hat wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Wir schalten hin. Pavic hier nochmal ein paar Meter weiter, verliert sein Fahrzeug endgültig und schlägt da in die Mauer ein. Ein Fahrer mit extrem niedrigem Rating hier an P30 von 30 gesetzt, ist offensichtlich überfordert mit dem Fahrzeug. Und die Unfälle reißen nicht ab. Es gab den nächsten Zwischenfall. Wir schalten direkt hin. Jordan Fuchs hier nach Reparaturstopp aus der Box wieder rausgekommen, verliert sein Fahrzeug erneut und fliegt hier ab. Und diesmal hat er ein Einsehen und lockt sich hier auch aus. Feierabend. Jetzt zieht sich das hier im Kampf um P3 ein kleines bisschen auseinander. Barry und Andy 0,5 Sekunden voneinander getrennt und Tommy ist eine ganze Sekunde weg. Adam scheint ein bisschen ins Straucheln gekommen zu sein. Er ist weit hinter seinen Konkurrenten zurückgefallen und selbst Ben Summers hat ihn jetzt überholt. Hier vorne hat sich das jetzt wieder alles zusammengeschoben. Im Kampf um P3, Barry, Andy und Tommy. Nach hinten, der Abstand wird immer größer und ganz hier vorne, Andy und Dylan kämpfen immer noch. Wobei Dylan jetzt ganz leicht zurückgefallen ist. Der Abstand beträgt hier 0,6 Sekunden. Wir befinden uns in Runde 9 von 30, also haben wir ungefähr ein Drittel des Rennens schon absolviert. Und ein Stück weiter hinten gab es mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Eugenio Sordo fährt hier mit ein bisschen zu viel Schwung in Island Bend rein, kommt hier von der Strecke ab. Snapper fliegt gegenüber quer durch die Botanik und schlägt in den Reifenstapel ein, kann aber weiterfahren. Muss hier abziehen hier. Jean-François Boscos verfolgt hier Rolly Wallbank, die Plätze 6 und 7. Auch ein absolutes Top-Rennen für Rolly, der ja auch in der F2-Meisterschaft mitfährt. Rolly ist auch Brite, deswegen ist das auch so eine Art Heim-Grand Prix für ihn. Art McEwen ist da ein ganzes Stück zurückgefallen, wird hier bedrängt von Mark Cruikshank, der jetzt auf P9 liegt. Vor ihm Art auf 8 und hier der letzte in den Top 10, Anthony Woodward, wird verfolgt von unserem Ben Summers, der inzwischen auf P11 nach vorne gefahren ist, aber nicht ganz die Pace hat heute, um ganz vorne mitzufahren. P12 haben wir dann Janne Liemann und P13 unseren Adam. Eugenio Sordo auf P14 zurückgefallen durch seinen Unfall vorhin. Für unseren Adam läuft das Rennen ja heute auch ziemlich zäh, hat auch nicht die Pace, um vorne was auszurichten, schade.
Eugenio liegt da schon ein Stück zurück und wir haben es gerade gesehen, da gab es einen Zwischenfall in der zweiten Kurve. Da schauen wir gleich mal, was da passiert ist. Art McEwen, erste Kurve, kommt ein bisschen weit raus im Kampf um die Position mit Mark Cuicheng und verliert dann in Kurve 2 sein Fahrzeug endgültig. Dreht sich einmal um die Achse und fährt dann noch in die falsche Richtung. Merkt dann aber, dass er da verkehrt ist und hier weiterkommt und fährt wieder zurück und weiter geht's. Und ist hier bis auf P14 zurückgefallen. Sehr, sehr schade. Insgesamt haben wir zum jetzigen Zeitpunkt nur noch 14 Fahrzeuge in der Lead Lap. Das ist weniger als die Hälfte der Fahrzeuge, die hier angetreten sind beim Start des Rennens. Janne Liemann sehen wir hier auf P11, war am Anfang auch in einem Startcrash mit verwickelt und versucht seitdem das Rennen irgendwie vernünftig zu beenden. Ben inzwischen in den Top 10 angekommen. Ist auch gar nicht so weit weg von Andy Woodward. Und Tommy setzt hier Andy gerade richtig unter Druck. Ich glaube, Andy hat zurzeit mit seinen Reifen zu kämpfen. Und Tommy hat hier eigentlich eine höhere Pace drauf, kommt aber nicht am Andy vorbei. Dafür reißt die Lücke nach vorne zu Barry immer mehr auf. Da sehen wir heute mal wieder einen ganz, ganz starken Tommy hier im Rennen. Andy vor ihm muss alles geben, um da vorne zu bleiben. Die beiden kämpfen hier um die Krone in der F2-Wertung hier im Rennen. Wobei Andy dieses Jahr wahrscheinlich erster Titelkandidat ist. Zeigt hier die ganze Saison schon ein starkes Rennen nach dem anderen. Andy hat jetzt schon mehr Punkte auf seinem Konto als Tommy letzte Saison, als er Champion geworden ist. Allerdings sollte man Timothy Vandenberghe, Tommys harten Konkurrenten von letzter Saison, nicht außer Acht lassen, denn der hat ein paar Rennen weniger und könnte da auch noch in den Titelkampf eingreifen. Das ist ja heute das 6. von 12 Saisonrennen, also haben wir jetzt Halbzeit in der Meisterschaft. Und ihr wisst ja, von den 12 Saisonrennen sind 4 Streichergebnisse. Oh, die ersten zwei sind schon 15 Sekunden weg, gell? Schon krass, ey. Andy und Dylan hier, die Leader im Rennen, fahren in ihrer eigenen Liga, haben jetzt auch unseren Bayern überrundet, wobei Dylan jetzt immer mehr abfällt. Oh, da war ein bisschen schlecht jetzt der Kurvenausgang, da hatte ich durchdrehende Räder. Runde 13 und das Trio hier im Kampf um P3 hat sich wieder zusammengeschoben und der Kampf um den letzten Podestplatz geht in die nächste Runde. Wahnsinn, was die drei Jungs hier vollführen. Ein ganz starkes Rennen von allen dreien. Nach vorne und hinten ist die Lücke inzwischen weit über 10 Sekunden groß. Die Jungs hier kämpfen ihr eigenes Rennen aus. Und weiter hinten im Feld gab es den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Anthony Woodward verliert hier in Kurve 3 in den Cascades sein Fahrzeug. Ein kleiner Snapper und er kommt hier aufs Grün, dreht sich ein und verliert seine Position. Ben kann da durchschlüpfen und eine Position gut machen und auch ein paar andere Kontrahenten können da noch vorbeigehen. Hier vorne im Kampf um P3 alles wie gehabt. Barry vor Andy und Tommy, da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Aber auch hier im Kampf um die 6. Position zwischen Rolly Wallbank und Jean-François Boscos alles beim Alten. Die Jungs kämpfen auch schon rundenlang hier um die Position. Dahinter jetzt Mark Cruikshank auf P8, nach vorne und hinten reichlich Luft. Ben Summers inzwischen P9 und Janne Liemann auf P10. Oh, boah, diese Überrundete, ey, das ist so krass. Janne ist hier ganz dicht dran am Ben, da wird es sicher auch noch den ein oder anderen Kampf um die Position geben. Dann haben wir hier auf P11 Adam Platzka, der von Eugene Sordo verfolgt wird. Wir halten uns alle drei auf hier irgendwie. Runde 15, das heißt wir haben jetzt Halbzeit und hier vorne an der Spitze im Kampf um P3 hat sich nichts getan. Barry, Andy und Tommy immer noch ganz dicht beisammen. Halten uns alle drei gegenseitig auf. So ist das eben hier in einem Rennen. Da kämpft jeder für sich. Auch Andy hat inzwischen 3,7 Sekunden Vorsprung auf Dylan Fraggerton rausgefahren.
Super, Halbzeit haben wir. 15 von 30 Runden. Ich bin auf P5 unterwegs und komme nicht vorbei an den Kollegen da vorne. Keine Fehler. Ihre Runden. Oh, und hier sehen wir es gerade. Da kommt der nächste durchs Bild geflogen. Eugenio Sordo. Eugene Sordo ist komplett abgeflogen. Er kommt hinter Art McEwen wieder zurück auf die Strecke auf P14. Da schauen wir uns auch gleich mal an, was da passiert ist. Und auch Eugenio Sordo fliegt hier in Kurve 3 ab. Die Cascades-Kurve, die scheint heute für viele der Knackpunkt zu sein. Zum Glück gibt es da eine riesengroße Auslaufzone, sonst hätten wir dort schon einen Mega-Haufen Schrott stehen. Unser Bayern hat heute auch mal wieder ein verkorkstes Rennen, fährt hier irgendwo im Nirgendwo. Vor ihm Miguel Morland und Joe Walker hatten beide schon ihre Unfälle und kämpfen jetzt um die Position. Auf P20 wieder rausgefahren Daniel Gales nach langem Reparaturstopp. Leck mich doch. Vom Bayern sehen wir da jetzt ein Überholmanöver. Joe Walker hat Miguel Morland überholt. Leck mich doch. Michael Bandini nach Reparaturstopp auch wieder unterwegs, wird gerade überrundet von Rowley und Jean-François, die hier immer noch um die Position kämpfen. Jean ist ganz dicht dran und setzt hier Rowley unter Druck, der hat aber immer noch die Nerven. Man sieht ganz deutlich, dass Jean im Moment ein Stück schneller fahren könnte, aber Rowley macht das hier geschickt und macht hier alle Lücken dicht. Die Jungs gehen jetzt in die 18. von 30 Runden. Vorne alles beim Alten. Andi, unser schneller Finne hier auf P1, kontrolliert inzwischen das Rennen und den Abstand nach hinten zum Dillen. Der ist immer so bei 3 bis 3,5 Sekunden. Inzwischen ist auch Robert Simkins nach langer Reparaturpause wieder unterwegs, um noch ein paar Punkte einzusammeln. Liegt hier auf P19, allerdings schon mit einer Menge Runden Rückstand. Danke, danke. Ha! Du sagst, wie soll ich denn da vorbeikommen, bitteschön, ey. Runde 19 und wir haben hier das gleiche Bild wie die Runden vorher. Barry, Andy und Tommy ganz eng beisammen, aber keiner kommt am anderen vorbei. Und Adam hier auf P13 inzwischen zurückgefallen, wird jetzt gleich überrundet von Andy Lepiste. Damit haben wir nur noch 12 Fahrer dann in der Lead Lab. Wow. Und viele prominente Namen heute in der Ausfallliste. Björn Ackermann, Wolfram Fund, Cam Porter haben wir. George Batev ist ausgefallen. Wirklich schade. Oh, und hier ungesehen von unseren Kameras konnte Jean-François Boskos jetzt Rory Wallbank überholen. Und auch Mark Cruikshank ist da gar nicht weit weg da hinten. Muss Rory aufpassen, dass er dann nicht noch mehr zurückfällt. Hinter Mark haben wir inzwischen eine Lücke von über 13 Sekunden. Aber auch keine Fehler, ne? Hin zu Janne Liemann, der inzwischen Ben Sommers überholen konnte. Und unser Tommy ist da langsam am Verzweifeln. Wie ihr gehört habt, die beiden Jungs da vorne absolut fehlerfrei unterwegs. Scheiße. Dafür hat Tommy jetzt selber einen kleinen Wackler und muss ein bisschen abreißen lassen. Kaum habe ich es ausgesprochen, mache ich einen Fehler. Ben Sommers hier auf P10 verliert den Anschluss nach vorn immer mehr. Und auch Art McEwen kämpft hier mit Anthony Woodward um die Position. Fast 9 Sekunden dahinter, Adam Glatzka und Eugenio Sordo. Da hat sich auch noch nichts geändert in den letzten Runden. Eugenio ist letzte Runde mehr als 1,5 Sekunden schneller gewesen als Adam. Ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich hier dann ein Platztausch vollzieht. Wir befinden uns in Runde 21 von 30, also haben wir mehr als 2/3 des Rennens schon hinter uns. Hier vorne im Kampf um P3 alles wie gehabt. Barry, Andy und Tommy wie immer ganz dicht beisammen. Der Abstand nach hinten beträgt inzwischen 13 Sekunden.
Und Rolly Warbank kann sich da ein kleines bisschen wieder von Mark Cruikshank freifahren. Oh, der jetzt hier einen kleinen Ausritt durch Grün macht. Ein kurzer Verbremser, aber nichts weiter passiert und weiter geht's. Dadurch kann aber Janne Liemann wieder ein Stück aufholen. Der Abstand nach hinten beträgt nur noch 5 Sekunden. Aber eine Lücke nach vorne ist aufgerissen zu Rolly. Hier vorne alles wie gehabt. Andy Lebisse dreht hier absolut fehlerfrei seine Runden. 3 Sekunden hinter ihm Dylan Fraggleton. Oh, Chance. Der ihm da jede Runde folgt, aber keinen Meter gut machen kann. Dann, wie gehabt, auf P3 Barry West, P4 Andy Ugel und auf P5 haben wir unseren Tommy. Oh, und da hinten sehen wir es noch. Plötzlich kommt da Tommy durchs Bild geschossen. Kurve 3 wird auch ihm zum Verhängnis. Zum Glück ist der Abstand nach hinten groß genug. Allerdings kommt jetzt Jean-François immer näher. Der kommt da hinten schon um die Ecke geschossen. Das war ziemlich knapp. Da müssen wir gleich nochmal in Ruhe schauen, was da passiert ist. Berüchtigte Kurve 3. Tommy kommt da schon leichte Schräglage an. Die Reifen lassen nach und dann rutscht er hier ins Off. 360, aber nichts weiter passiert und weiter geht's. Aber natürlich sind jetzt Barry und Andy vorne auf und davon. Oh. Tommy muss zusehen, dass er jetzt seinen 5. Platz hier hält. Jean-François Boskus ist da auf 0,5 Sekunden rangefahren. Und Rowley ist da auch noch in Sichtweite. Er hat einen Bayern im Schlepptau, der hat allerdings schon eine Runde Rückstand. Jetzt heißt die Nerven zusammenhalten und sich schön konzentrieren. 5,5 Runden sind noch zu gehen. Oh, und hier vorne liegt einer quer. Das müsste der Adam sein. Oh, 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 ganz brenzlige Situation hier. Andy musste da durchs Grün. Da hat er sehr großes Glück, dass Adam ihn da nicht abgeräumt hat. Ein ziemlich durchwachsenes Rennen für unseren Adam heute. Tommy ist auch gerade vor dir abgebrochen. Da habe ich noch geguckt, ob einer kommt. Ey. Scheiße. Das werden wir uns auch gleich nochmal in Ruhe anschauen. 16 von 17 Inkster habe ich schon drin. Hm? Ja, einer noch bin ich raus. 6 Runden. Oha. Naja, wird spannend, ja. Unten im Replay nochmal schön zu sehen, vorletzte Kurve. Adam kommt da ein bisschen weit raus aufs Grün und verliert sein Fahrzeug wieder zurück auf die Strecke. Und dann kommen die zwei Fahrzeuge hier, der zweite und drittplatzierte, und es wird ganz schön knapp. Auch Barry musste da durchs Grün. Hier vorne an der Spitze hat sich nichts verändert. Andy dreht da absolut fehlerfrei seine Runden. Und wie gehabt, Dylan Fraggleton auf P2, 3 Sekunden dahinter. Die Jungs hier fahren auf dem eigenen Planeten, haben inzwischen über eine halbe Minute Vorsprung auf den Rest des Feldes. Wir sehen es ja, Andy ist inzwischen auch 3 Sekunden hinter Barry West zurückgefallen. Hat aber immer noch 8 Sekunden Vorsprung auf den Tommy, der sich hier mit Jean-François Boskus um den letzten Top-5-Platz ballt. Die Jungs gehen jetzt in die 26. von 30 Runden. Alles so scheiße. Jean-François Boskus und Tommy überrunden jetzt den Adam. Der macht hier aber auch extra vorsichtig und fährt an die Seite. Ihr wisst, er hat nur noch ein Incident zur Verfügung. Ja, nicht meins, Mann. Nicht meins. Hinter ihm Bayern auf P15 liegt er nur knapp 5 Sekunden weg. Ja, und kommt überhaupt nicht mehr mit den Setups zurecht. Deswegen kriegt er ständig ab, hat er gemeint. Und Tommy konnte jetzt wieder einen kleinen Sicherheitsabstand zwischen sich und Jean-François bringen. Jetzt über eine Sekunde. Jetzt heißt hier in den letzten Runden, den Top-5-Platz hier in Split 1 abzusichern. Ein absolutes Top-Ergebnis. Und George Barthev steht da immer noch an der Box mit kaputtem Auto, während Robert wenigstens das Rennen noch zu Ende fahren kann. Hier vorne Andy Lepisso steuert einem nie gefährdeten Start- und Zielsieg entgegen. Geht jetzt gleich in die 29. von 30 Runden. Und er hat ja auch als erster im Feld eine 1.12er Zeit gefahren. Die Jungs hier vorne in ihrer eigenen Liga, auch Dylan Fraggleton. Und Adams Vorsprung auf Byron schmilzt hier immer mehr. Byron kommt von hinten. Er trägt ja förmlich das Fahrzeug hier um den Kurs, um nicht disqualifiziert zu werden. Ja, kann er kommen, kann auch gerne vorbei. Adam versucht hier nur noch irgendwie das Rennen zu beenden. Ihr habt gerade gehört, da wird nicht viel Gegenwehr kommen. Ich habe nur noch ein Inks frei, Alter. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall im vorderen Mittelfeld, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Oh, hier Mark Cruikshank auf P8 liegen.
verliert sein Fahrzeug hier in Kurve 7 in der Knickerbrock-Kurve, kann aber einen Einschlag gerade so verhindern. Allerdings geht der Jane Liemann an ihn vorbei und er fällt auf P9 zurück. Trotzdem ein Top-Rennen von Marc heute hier in Blitz 1. Andi, unser Leader, wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. Andi geht gleich in die letzte Runde. Und ich denke mal, Barry wird hier seinen dritten Platz bis ins Ziel halten. Da haben wir heute also zwei Ritten beim Heim Grand Prix auf dem Podest wahrscheinlich. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und Andi wird heute mal wieder eine seiner zahllosen Triple holen. Pole Position, schnellste Rennrunde und auch den Sieg. Er stellt hier mal wieder eindrucksvoll seine Klasse unter Beweis. Weiße Flagge. Und hat nicht zu Unrecht hier die absolute Favoritenrolle inne. Da weiße Flagge, letzte Runde. Eine beeindruckende Vorstellung von Andy Lepiste, aber auch von Dylan Freckleton. Allerdings denke ich mal, wird es den Zuschauern auch langsam langweilig, wenn immer dieselben Leute vorne sind. Da haben wir in der F2 Championship etwas mehr Abwechslung. Oh, jetzt 29 von 30 Runden gefahren, jetzt gleich kommt die letzte Runde. Auch Andy Ujil hat heute mal wieder ein absolutes Top-Rennen gezeigt. Ich schätze mal, wäre der Vorfall mit dem Adam nicht gewesen, er hätte vielleicht um P3 mitkämpfen können. Nichtsdestotrotz holt er sich heute hier die F2-Krone vorm Tommy, der hier Jean-François Boscos in Schach halten kann, was ein Pro-Fahrer ist. Was wiederum bedeutet, dass Rolly Wallbank, der hier auf der Strecke auf P7 liegt, auf dem Podest in der F2-Wertung steht. Einen ganz herzlichen Glückwunsch schon mal an der Stelle. White Flag. Und da geht auch Tom jetzt in seine letzte Runde. Jürgen hat bis auf Platz 8 alles in der Runde. Da sieht man mal, was Andy und Dylan vor einem gigantischen Vorsprung vom Rest des Feldes hatten oder haben. Denn unser Leader ist hier schon fast im Ziel, die letzten zwei Kurven. Und dann hat er es geschafft. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, Hut ab vor Andy Lepiste. Glückwunsch, Andy Lepiste gewinnt. Vor Dylan Freckert. Ja. Super gefahren. Während hier die Plätze 3 und 4 noch ein Stück Weg bis ins Ziel haben. Inzwischen konnte Andy seinen Rückstand erheblich zufahren, auf weniger als eine Sekunde drücken. Allerdings gehen ihm so langsam die Zeit aus. Es sind nur noch ein paar Kurven, dann sind die Jungs im Ziel. Ein absolutes Top-Rennen auch von beiden Jungs hier bei ihrem Heim Grand Prix. Nach vorne hatten sie leider keine Chance. Tommy liegt inzwischen über 12,5 Sekunden hinter den beiden. Da die letzte Kurve für Barry. Ganz herzlichen Glückwunsch zu P3. Und noch einmal einen ganz herzlichen Glückwunsch an Andy Ujil, Sieger der F2-Wertung. Jawohl, Platz. Und da kommt auch Tommy um die Ecke. Oh. Top 5 in Split 1, wow. Fünfter Platz. Na immerhin. Oh ja. Super gefahren, konnte hier Jean-François Boscos in Schach halten. Und Adam trägt sein Fahrzeug hier auf P15 über die Ziellinie. Über die Ziellinie geschleppt. Oh, what a race. Was geschafft. Nice one. Ja. Ganz knapp. Ganz oh, seltsam. Ja, Alter, Inks. Unglaublich. Ich muss jetzt sofort anhalten. Und sofort. Hi. Ah. Hier, da. Oh. Da. Hallo Tommy, hier. Glückwunsch. Es ist schade, dass du abgerutscht bist, aber... Der Rest hier bleibt Pech und Pannen. Ja, ich hab schon gesehen, da der Dörb ist raus. Direkt hinter dir hat es so mega gescherbelt. Oh Mann. Wolf war weg. Björn hat selber weggeschmissen. Ja, der hat geschrieben, obwohl er geschrieben hat, dass wieder die anderen schuld waren. Ah ja, bis vergleichbar hier mal kommt. Boah, ich muss aber ziemlich zeitig raus hier, weil ich den Samuel noch abholen muss. Der ist bei einem Freund und der muss um 8 Uhr abgeholt werden, ne? Ja, ich mach auch Schluss, also morgen Frühschicht, ne? Ich okay. Geh jetzt Bubu. Alles klar. Gute Nacht, Leute. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart. Ja, to you. Vielen Dank, Mann. Okay. Bye, bye. Ciao. So. Ja. Ich mache, glaube ich, einen schönen Abflug hier. Ja. Ja. Ja, ich würde. Obwohl, der echt. Puh, also das war echt, ich bin nicht an denen vorbeigekommen. Und ich wollte auch nicht auf Biegen und Brechen da das war irgendwo rein. Zeit, aber Adam hat leider das Auto weggeschmissen und der Andy konnte nicht mehr ausweichen und musste dann, und hat dann den Anschluss verloren. Ja.
Oh, cool, dann gucken wir mal morgen in Ruhe oder so. Ja. Ich verabschiede mich dann erstmal hier von unseren Zuschauern. Der Pipeline war super. Ja, ich finde auch. Dafür, dass ich heute Morgen ein halbes Feld da abgeräumt habe, so. Mehr als das halbe. Mehr als das halbe, sagt er. Na, ja, ja. Hab ich doch eigentlich hier als amtierender Graupenweltmeister hier mal wieder einen rausgehauen hier, ne? Genau. Ja, wir gucken uns die Unfälle, das gucken wir uns morgen in Ruhe mal an. Ich sage erstmal auf Wiedersehen, liebe Zuschauer, und bis zum nächsten Rennen. Tschüss. Bye, bye. Zuschauer, da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Super Ergebnis für den Tommy. Über den Rest deckt man lieber den Mantel des Schweigens, würde ich mal sagen. Freuen uns schon auf nächste Woche, auf das nächste Rennen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich denke mal, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund und vor allen Dingen uns treu. Macht's gut.
awesome, man. Yeah, that was amazing. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.